So, heute soll es mal darum gehen, wie man sich aus einer peinlichen Situation befreien kann. Und zwar nutzt man dabei durchaus etwas, was man im Deutschunterricht lernen kann und auch woanders üben natürlich. Es geht nämlich darum, eine kurze Rede zu halten, in der man dafür sorgt, dass am Ende bei einem selbst und bei den anderen, um die es geht, gute Stimmung herrscht. Und zwar nehmen wir ein Beispiel aus dem Unterricht. Da ist jemand eher als Dauerschweiger bekannt, hat sich also selten oder nie beteiligt. Und plötzlich steht er vorne am Pult und hat da einen Auftritt. Das ist für den natürlich eine unangenehme Situation. Und wir zeigen jetzt, wie er da gut rauskommen kann. Es geht also, wie man hier dem Schaubild auch entnehmen kann, um eine blöde Situation. Die haben wir ja schon angedeutet. Da ist jemand eher als Dauerschweiger bekannt. Und jetzt plötzlich fragen die anderen sich, will der jetzt Streber werden, Rolle des Strebers? Denn er muss schon an die Zukunft denken. Wir haben hier mal die Situation versucht klarzumachen, Beginn des zweiten Schulhalbjahrs. Da ist ein Schüler mit Notendefiziten auf dem Halbjahreszeugnis, Gefahr der Nichtversetzung. Und jetzt muss man sich anstrengen. Das Problem dabei ist, dass man gleichzeitig auch die Rolle wechseln muss. Aus dem Dauerschweiger wird jetzt plötzlich jemand, der immer wieder sich meldet und auch mal entsprechend Referate hält. Das fällt entsprechend schwer. Das ist die blöde Situation. Und wir behaupten einfach mal, dass eine geschickte Vorrede vor dem ersten Auftritt, ne, von wegen, ich will jetzt besser werden und so weiter, dabei helfen kann. Vielleicht zu den anderen Elementen des Schaubilds noch ganz kurz. Da sind die Mitschüler, die sind erstmal nur in ihrer normalen Schulgegenwart. Sie wissen das möglicherweise gar nicht, dass er heute einen Vortrag hält und deshalb, warum er da steht. Und wir wollen jetzt erreichen, dass am Ende Verständnis da ist und auch eine gute Gemeinsamkeit, die dann natürlich entsprechend auch für den Erfolg des Vortrags günstig ist. Wir haben hier zunächst mal eine etwas anspruchsvollere Lösung präsentiert. Da muss sich aber niemand abschrecken lassen. Wir werden nachher auch noch eine einfachere Variante bringen. Aber es geht ja auch einfach darum, dass man sieht, was grundsätzlich möglich ist. Das ist ja wie beim Fußballspiel. Auch da orientiert man sich ja an den besten Fußballspielern der Welt, auch wenn man die vielleicht nicht in jeder Beziehung erreicht. Also schauen wir uns mal an, was unser Dauerschweiger da vorne macht. Er beginnt mit: Ja, Leute, ich weiß, ihr wundert euch, dass ich hier zu Beginn der Stunde vorne stehe und sogar ein Heft mit Inhalt vor mir habe. Ja, also die Verwunderung der Mitschüler wird einfach aufgenommen. Das ist der erste Trick, der erste Baustein, den man hier nutzen kann. Jetzt geht's los, aber im Unterschied zu euch habe ich eben zwei Sachen im Kopf. Zum einen, dass ich im ersten Halbjahr zu wenig hier vorne gestanden habe, Dauerschweiger. Zum anderen, dass ich unbedingt eine bessere Note auf dem Zeugnis brauche, sonst seht ihr mich im Unterricht bald gar nicht mehr. Also hier wird der Hintergrund und das Ziel geschildert. Recht raffiniert ist dieser Schluss natürlich, der schon mal in Richtung Gemeinsamkeit geht. Wir wollen doch gemeinsam weiter eben auch in die nächste Jahrgangsstufe kommen. Außerdem seht das doch mal so. Wenn ich hier vorne rede, bleibt euch einiges erspart. Ich meine damit, keiner von euch kann in der Zeit mit irgendeiner Frage oder Aufgabe des Lehrers drankommen. Ihr könnt euch also entspannen, weil ich hier stehe. Und glaubt mir, es ist nicht nur schön. Ja, also hier auch wieder ziemlich raffiniert werden die Vorteile auch für die anderen genannt. Das ist denen möglicherweise gar nicht klar, dass wenn der da vorne jetzt überhaupt nichts bringt, dann geht der normale Unterricht gleich wieder los. Und am Ende geschickte Überleitung und glaubt mir, es ist nicht nur schön, so ein bisschen Mitleid erregen, Verständnis und ähnliches mehr. Dann die Konsequenz daraus. Also wäre es nett, wenn ihr auch etwas zu meiner Entspannung beitragen würdet, muss es wohl heißen, und zumindest so tut, als würdet ihr euch für das interessieren, was ich jetzt hier vortragen will. Das heißt hier, ne, eine Bitte um Solidarität aus der besonderen Situation heraus und wieder der Versuch, Gemeinsamkeit zu erzeugen. Das war also die erste Hälfte der Rede. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Rede. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, wir sollten, das ist ein Wir zu viel, in der Hausaufgabe einen Textblock aus dem Buch abschreiben mit Tipps und Infos zu Sachtexten, also Überleitung zur Aufgabe, die ihr übernommen habt.
Nun ist das nicht so der Traum meiner schlaflosen Nächte. Etwas seltsame Formulierung. Und er entschärft das Ganze so ein bisschen oder macht es verständlich, indem er sagt, dieses Bild der schlaflosen Nächte habe ich von meinem Onkel. Das hat man früher wohl verwendet, aber ich finde es ganz witzig. Ne? Auch das ist recht geschickt, Dinge zu bringen und sich auch ein bisschen davon zu distanzieren, sodass das dann leichter akzeptabel ist. Was ich eigentlich sagen wollte, es macht wenig Spaß, stumpf Sachen aus einem Buch abzuschreiben. Hier wird also jetzt Kritik an der Aufgabe geübt, die da im Buch steht. Und da habe ich gedacht, mache ich doch mal was, was im Leben wirklich eine Rolle spielt. Das heißt, ich stelle mir einfach vor, ich bin nach dem Abitur der Assistent eines Firmenchefs und soll so eine Info entsprechend auswerten für den. Also tue ich das doch einfach und mache mir zusätzlich ein paar weiterführende oder kritische Gedanken dazu. Auf sowas stehen die Bosse. Ja? Hier wird also jetzt eine Alternative entwickelt, auch mit einer positiven Zukunftsvision. Ne? Man ist eines Tages der gut bezahlte Assistent erstmal eines Firmenchefs und kommt dann vielleicht noch weiter. Und dann kommt ein Verbesserungsvorschlag, der vor allen Dingen auf weiterführende und kritische Gedanken eingeht und am Ende wieder ganz geschickt hier, darum auch die gelbe Farbe, das ist die Farbe der Gemeinsamkeit, dass man was wieder in der Schülersprache eher sagt, auf sowas stehen die Bosse. Und das, was ich dabei herausgefunden habe, würde ich euch gerne vorstellen. Und vielleicht ist es ja so spannend, dass wir danach so lange diskutieren, dass wir durch das Pausenzeichen regelrecht überrascht werden, statt mühselig darauf warten zu müssen. Also dann, es liegt nicht nur an mir, aber ich lege jetzt los. Auch hier wieder ganz geschickt die Überleitung, ne, so jetzt zu dem, was jetzt konkret kommt. Und dann wieder Herstellung von Gemeinsamkeit. Hey Leute, ne, wenn das hier gut läuft und ihr noch mitdiskutiert und so weiter, dann vergeht die Stunde auch ganz schnell. Das ist doch in eurem Interesse. Ne, dann erspart ihr euch das Mühselige, was ja manchmal mit Unterricht auch verbunden sein kann. Aber auch wieder der Hinweis, ne, Verbindlichkeit, es liegt nicht nur an mir. Also spielt möglichst mit. Und er selbst sagt dann, ich lege los. Und dann kommt das eigentliche Referat, was uns hier nicht weiter interessiert. Wie angekündigt, haben wir jetzt hier noch eine Fassung dieses kleinen Vortrags präsentiert, die nicht ganz so ein bisschen hochgeschraubt vielleicht auch dem einen oder anderen vorkommt. Darum einfach, hi Leute, ihr wundert euch bestimmt, ich habe ja im letzten Halbjahr hier nicht so oft gestanden. Aber die Situation ist jetzt halt anders. Ich würde gerne mit euch zusammenbleiben. Und dafür muss ich jetzt mehr tun. Außerdem ist es auch für euch gut, wenn ich hier stehe, dann kommt ihr nämlich nicht dran. Außerdem will ich euch nicht langweilen, deshalb habe ich die Aufgabe zu heute mal verändert. Statt die Textinfo einfach abzuschreiben, werde ich sie lieber mit eigenen Worten erklären und erweitern. Das hat auch mehr mit dem späteren Leben zu tun. Und wenn ihr dann auch noch über einzelne Punkte mitdiskutiert, wird das sicherlich eine unterhaltsame Stunde. Ihr seht, ich brauche eure Mithilfe. Und dann läuft das hier sicher ganz gut. Dann lege ich jetzt mal los. Und wir haben das so angelegt, dass diejenigen, die das gerne wollen, die können hier mal eintragen, was denn in dieser Fassung, die grundsätzlich auf eine ähnliche Art und Weise vorgeht wie die andere, was da entsprechend jeweils geleistet wird, welche Funktionen die einzelnen 10 Punkte hier haben. Für alle, die das entweder jetzt selbst mal probiert haben oder einfach die Lösungen sehen wollen, haben wir die mal zusammengestellt. Am Anfang auf die Zuhörer und ihre Gefühlslage eingehen, offen über die eigene Situation sprechen, ein positives Ziel formulieren mit Gemeinsamkeit, die Interessen der anderen mit einbeziehen, Spannung erzeugen, positive Leistungselemente ankündigen, auf die langfristige Bedeutung verweisen, Bedeutung der Mitarbeit der anderen, der Zuhörer betonen. Das nochmal als persönliches Interesse verstärken und dann am Ende die Überleitung zum eigentlichen Vortrag. Und das sind sicherlich Elemente, die man auf andere Situationen übertragen kann. Wer dazu Ideen oder Fragen hat, kann sich ja über die Kommentare zum Video einfach an uns richten. Wie immer legen wir die Dokumentation auf einer Internetseite ab. Die haben wir hier angegeben. Die werden wir auch zu den Infos packen und hier oben
als Button verlinken, dort Aktualisierungen, eventuell auch Korrektur möglicher Fehler. Und wir freuen uns über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Wir haben ja schon gesagt, diesmal ist es ganz interessant, weil wir ja nur eine einzige etwas peinliche Situation präsentiert haben. Es gibt aber noch viel mehr in der Schule und manche lassen sich eben durch eine kleine Vorrede eben aus der Welt schaffen. Und da kann man ja einfach Ideen und so weiter in die Kommentare reinschreiben und wir denken da mal drüber nach. Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn unser Kanal schnell durchblicken hier abonniert wird, denn es könnte ja sein, dass das nächste Video auch wieder interessant ist und aus manchmal vielleicht peinlichen oder unangenehmen Situationen heraushilft. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.